So, damit auch wieder herzlich willkommen zurück. Ja, ich nehme jetzt alles hintereinander auf. Wir wollen weitermachen und zwar mit dem Stärke-Wettbewerb und mit dem Pelipa hier. Und damit hätten wir dann alle Wettbewerbe auf dem Meisterrang abgeschlossen. Und ich bin dann immer noch fix und fertig. Nach diesem Aufnahmemarathon hier. Für drei Parts nehme ich hier fast 20 Stunden auf. Genau, Stärke. Einmal den Gegenschuss, wenn wir zuletzt dran sind, denn Horta. Genau, mehr Elan und Schiss vor Lampenfieber. Verzehrer. Und der Infessler. Wir werden heute Verzehrer die Kombination immer spielen wahrscheinlich. Und mit Infessler dann wirklich ganz zum Schluss unser Bestes geben. Das ist die Strategie von Pelipa. Beziehungsweise das ist meine Strategie im Stärke-Wettbewerb. Pelipa, fangt euch einen Pelipa auf Level 30 am besten und haut es dann wirklich bis Level 33 hoch und dann habt ihr die drei Attacken eigentlich schon. Horttafer, Verzehrer und den Entfessler. So, kommen wir wieder zu den Prinzipien, wie das schon die ganze der letzten vier Parts ablief. Stärke steigert die Begeisterung, senken tut durch Schönheit und Putzigkeit und Coolness und Klugheit hat keine Wirkung. Kandidat Nummer 1, ein Samurzel. Ja. Sollte aber alles hier kein Problem für uns sein. Bubum ist Teilnehmer Nummer 2 und ist ein Bummels. Bumum, hier kommt ein Bummels. Ein faules Bummels. Ja. Makuita, Makui. Habe ich auch, glaube ich, eins. Das heißt auch so, oder? Bin mir jetzt aber nicht so ganz sicher. Und jetzt kommt unser Pelipa. Das stärke Bummels schlechthin, ey. Machomai. Oder Machomai wäre ja am besten. Machomai. Ich bräuchte gerne CH ein. Ich habe schon wieder einen Kommentar. Was geht denn heute ab hier? Horta. Mehr Elan und noch viel, viel mehr. Ah, ne, ist kein Kommentar. Passt schon. War kein Kommentar. So, Stärke beeindruckt. Das Publikum. Hier benutze ich Attacken kommen in eine Kombo. Der Energiefokus, okay. Genau. 3000 Abonnenten. Das habe ich auch nicht gemacht. Fällt mir jetzt auch mal gerade ein. Haha. Ich habe eigentlich geplant gehabt, aber kam da nicht zu. Jetzt bin ich schon bei 3700 Abonnenten und jetzt tun sie es auch nicht mehr. Jetzt meinst du wahrscheinlich bei 4000. Und ja. Gut, wir werden jetzt nicht ganz so viele Herzen bekommen. Am Anfang macht aber auch gar nichts. Dafür werdet ihr immer die letzte Runde sehen hier. Okay, drei haben Elan gemacht mit mir. Nur noch Verzehrer, habe ich gesagt. Genau, jetzt sind wir nur noch als zweites dran. Der Konter kommt. Eigentlich müsstest du dich hier gar nichts ausführen können. Wegen deiner Fähigkeit. Schade, ich krieg dich den extra Stern. Oh. Oder den extra Boni. Das ist auch eine geile Frage. Eine geile Frage von Tobi. Verwendest du irgendwelche Tricks? Nö, eigentlich nicht. Wieso kriegst du so viele Herzen? Der klar, das lief ja ziemlich gut. Hat er das von mir kopiert oder was, ey? Du bist vielleicht schlecht. Du bist vielleicht schlecht. Und dann wieder Horta. Genau, ihr habt es erfasst. Horta, jetzt machen die anderen beiden nämlich auch. Mit Ekelsamen. Ist in Topform, passt. Oh, wir kriegen einen Boni.
So, passt. Damit haben wir ja nicht wieder. Das ist eine perfekte Runde hier. Warte ich jetzt ruhig, weil ich habe kurz was geschrieben. Stärke von Makuhita Schreck. Jetzt bin ich komplett raus hier, ganz ehrlich. Wenn wir jetzt noch nervös waren, da ist keiner mehr. Putzigkeit, Offenbarkeit. Wo bist du schlecht, ey? Und Pummels und Putzigkeit passt aber auch nicht so ganz zusammen. Runde 4. Machen wir den Verzehrer. Zwei Herzen, okay. Ich bin komplett gerade draußen hier. Ah, der nächste passt noch. Hä? Was war denn auf Energiefokus denn? Ach, irgendeine Attacke mit Volltrefferhöhung. Genau, sowas war ja schon. Das hat mir ja schon mal. Sechs, ey, warum kriegen die immer so viel, ey? Das ist so eine Attackenkombination. Ja, genau. Noch mehr Wünsche, ey. Obwohl, bin ich Zweiter, ne? Und wenn dann gleich wirklich der passende Attack einsetzt, dann habe ich wieder Vorteile gezogen, ja. Ja. Runde 5, wenn wir den Fessler. Zwei Herzen. Wehe! Danke. Publikum, aber das ist auch. Ach, du mit deiner blöden Putzigkeit, du bist so dumm, ey. Ganz ehrlich, ey. So dumm. Mehr Herzen nicht? Na eben. So einen guten Auftritt hingelegt und so wenig Herzen. Haben wir gewonnen. Ja, haben wir gewonnen. Ich glaube, ich bin jetzt gerade ein bisschen fix und fertig. Ich bin gerade wirklich ein bisschen fix und fertig. Boah, 1:48. Boah, nicht Minuten, Stunden. 1 Stunde 48 Minuten bin ich hier schon dran. Ja, haben wir gewonnen. Definitiv. Und Spumis wurde sogar noch Zweiter. Ich fass das nicht. Der haut nur Putzigkeit und wird noch Zweiter. Ey, das gibt's doch echt nicht, ey. Da denkst du auch manchmal nur noch dein Teil bei, ey. Was ist das? Wo ist die Gerechtigkeit noch? Gibt es nicht genau. So, jetzt können wir auch im Superrang teilnehmen. So, ja, bla 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 bla. Pierce-Bäre. Ja, ich weiß dich immer noch nicht, ey. Das ist immer noch nicht kapiert. Boah, ich stehe den ganzen Tag und guck nur Wettbewerbe bei mir zu, oder was? Ja? Ach, der ist auch noch da, weil der auch das Vermögen hat. Oh Mann, ey. Die kannst du ja arm machen. Ja, ich will nicht wissen, ob die noch Eintritt dafür bezahlen. Ja? Würde mich aber ehrlich gesagt nicht wundern, ey. So. Nochmal mit Pelipper, jetzt machen wir den Super Rang. Stärke steht ganz unten. Dann haben wir auch, dann haben wir endlich mal alles erledigt. Dann bin ich auch froh drum. So, der Stärke-Wettbewerb. Super Wank. Der Jim und der Udo. Ach, das ist ein Dudu.
Ein Jim und ein Udo. Er gibt ein Dudu. Oh Mann, ey. Kommentarlos, ey, ganz ehrlich. Ein Gitleon! Wegen der Fähigkeit ist es vielleicht im starken Wettbewerb. Das kann durchaus sein. Hä? Das passt jetzt gar nicht zum Schwimmer. Passt so nicht. Ja, deswegen dieser kleine Applaus. Genau, aber gleiche Strategie wie immer, Horta, und dann, ich muss mir jetzt echt gleich mal wieder ein Thema aussuchen, ja. Irgendein Thema, was euch vielleicht auch interessieren könnte, ja. Mal kurz überlegen, ja, schwierig. Ist wirklich schwierig. Als Thema, ja, ja, gut, über die Terroranschläge jetzt in Paris möchte ich eigentlich nicht reden. Möchte ich jetzt eigentlich nicht gerade reden. Weil das passt auch nicht in den Let's Play rein, über sowas zu reden. Nee. Ich gucke mal so Nachrichten. Ab so ein gewisses Alter. Obwohl, man kann. Ich kann ein Thema noch erzählen. Genau, Rechtschreit. Das ist ja auch immer sowas, was ich liebe, ja. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, ob einige sagen, oh Gottes Willen, nee, wie kann man sich mit sowas beschäftigen? Oh Gottes Willen. Ja. Nee, ich finde es aber. Ich finde sowas recht interessant, so Rechtsgrundlage und sowas, ja. Damit kannst du mich richtig begeistern mit Paragraphen und so, also. Ist irgendwie so. Das ist echt so etwas. Ich bin auch echt so ein Mensch, wenn ich irgendwas mir im Fernsehen angucke, was nicht häufig der Fall ist. Man kann mich nicht mit dem Film begeistern. Es ist leider so. Also. Ihr könnt mich mit dem Film so gut wie gar nicht begeistern. Gucke ich mir lieber so eine schöne, spannende Reportage an. Wenn das Thema passt. Also es muss auch das Thema passen, aber. Ja, die meisten Reportagen, die ich immer so bis jetzt gesehen habe, die waren immer interessant. Essen. Oh, Essen ist auch immer so ein schönes Thema in Deutschland. Essen! Ja. Fällt mir jetzt auch mal. Fällt mir gerade was zum Essen ein? Essen. Na gut, wenn du in der Gastronomie arbeitest, dann ist es einfach. Dann entwickelt man dafür. Da muss man sich dafür interessieren fürs Essen, ne? Auch für Getränke etc. Das ist dann einfach Pflichtprogramm. Ich hätte auch jetzt den Gegenstoß einsetzen können, fällt mir mal gerade ein. Ja, aber hätte mir weniger gebracht. Ja. Ist in Topform. Ich kriege aber keinen Boni, okay? Und er kriegt den Boni. Natürlich, Geralax kriegt einen Bonus. Aber wir sind doch im Superrang. Von daher noch alles Paletti. Keine Gefahr. Absolut nicht. Genau, ich weiß nicht, wie es geht zum Thema Reportagen. Ja. Wieso überholt er mich, ey? Der hat sogar mehr Punkte als ich insgesamt. Ja, aber wenn wir das so durchziehen, das gibt es nicht, ey, die hauen mir jetzt echt davon, die beiden. Kannst du noch irgendwas da reißen, mein kleines Dudu? Akupressur, das erhöht doch irgendeinen Wert beliebig, oder stark, oder kann gut sein, muss aber nicht. Jetzt mal meine Meinung dazu. Ja, die zwei hauen wir ab, ganz kurz. Aber jetzt bin ich eigentlich hier in der perfekten Ausgangsposition, um den Boni abzuschrauben, die Kratzfurie. Surfer, okay. Ist das eine starke Attacke? Das weiß ich jetzt nämlich nicht. Okay, ja, es gefällt mir, die Konkurrenz aus der Ruhe zu bringen. Die Schönheit. Dummheit.
Schöner, du bist dumm, ey. Ich hoffe, dass du gleich auch nochmal eine Schräge, dann kann ich trotzdem nochmal einen Boni bekommen. Wenn ich anfange. Es kommt sehr, sehr, sehr zur Ruhe. Aber die Attackenkombination kommt gut an. Jetzt ruhig auf die beiden auf, merkt ihr das? Was war das jetzt? Furienschlag, oder? Ich glaube ich schon. Ich habe es nämlich jetzt nicht gelesen. Ja, der Auftritt lief nicht so gut. Okay, gibt mir keinen Boni. Schenkt's mir keinen Boni! Runde 5, Entfessler-Time! Ja? Mit voller Kraft! Ja, Geradax wird den Boni bekommen. Kann ich aber nichts dran ändern. Muss ich so hinnehmen. Oh, wenn die Aufnahme für den Arsch ist, dann trete ich mich aber selber in den Hintern. Dann trete ich mich wirklich selber in den Hintern. Weil 2 Stunden ist nicht gerade wenig. Boah, seit 5 Uhr schon dran. Boah, Alter, ey. Leckt mich am Arsch. Dunkelklaue. Wollt man das jetzt als Stärke einsortieren? Nein. Keiner hat den Boni nochmal bekommen zum Schluss, okay. Das wundert mich. Ja. Guck dir mal an, der hat gar nichts bekommen am Anfang. Also im Verhältnis. Boah, schon schwach, ne? Schon eine schwache Leistung. Ja. Aber wir haben den Super Honor gewonnen. Jetzt fehlen uns nur noch der Hyper und der Meister. Und haben wir dann ein Date? Haben wir dann vielleicht ein Date auf der Bühne? Ja, wer weiß denn das schon? Ich weiß es nämlich selber noch nicht, weil so weit habe ich nicht in der Omega Rubin vorgezockt. Also ich habe die 5 Wettbewerbe schon mal einmal gemacht. Und das hat auch so ewig lang gedauert. Man kann die Werbe nicht abbrechen. Das ist ja die größte Unverschämtheit. Ja. Deswegen, fand ich schade vorhin. Das heißt, ich musste einen Wettbewerb doppelt machen. Das heißt, wir könnten theoretisch jetzt schon bei Meister sein. Bei dem Meister. So, Pelipper, jetzt machen wir noch den Hyper ran. Stärke. Hyper. Ich will mich nicht hier verdrücken auch wieder, ne? Habe ich jetzt keine Lust drauf. Sondern ich möchte jetzt den Auftritt hinliefern hier. Also das stuckt schon ordentlich Zeit, diese Wettbewerbe. Hyperrang! Teilnehmer Nummer 1! Okay, weiß ich jetzt nicht. Ninjax. Hätte ich jetzt nicht drauf bekommen. Mit dem Spitznamen. Aber wieder nur so ein kleiner Applaus. Racker, ein bisschen Krakelo. Ne, Skolrak. Weil der auch schon so schreit. Hätte ich jetzt auf Krakelo getippt. Euer Krebskor, oder? Ne, oder? Carport. Was? Was? Jetzt ist aber mal komplett falsch in der Adresse hier, ja? Also Carport, du, ne? Ganz ehrlich, in Stärke. Ich muss mir gleich die Attacken von dem angucken. Ein Carpador. Ein Carpador. Habe ich jetzt richtig gesehen? Ich kann es immer noch nicht glauben. Tatsache. Was kannst denn du? Plätscher, Dreschwege, Sprungfeder. Super. Du passt mir in die Putzigkeit rein. Da hätte ich die irgendwie auch eingeordnet. Carpador. So ungefähr. Ich habe echt ein Steckdosenproblem hier. Das ist natürlich nicht so vorteilhaft, ne? Unser Zimmer hier voll mit Steckdosen. Ja, jede Steckdose ist belebt. Das glaubt ihr gar nicht. Ja, das ist bei mir schon brutal. Jetzt habe ich gedacht, ich habe einen Stecker von der einen Festplatte rausgehauen. Dem war aber nicht so super. Super vorbereitet hier. Ich habe gerade der Akku hält vom DS so lange.
beziehungsweise der ist schon auf Rot, also die eine Lampe unten leuchtet schon auf Rot. Also gravierend ist es jetzt noch nicht. Ja. Früher durfte man das ja gar nicht machen, da die Akkus mochten das ja gar nicht. Dass man den Akku aufgeladen hat, währenddessen man gezockt hat. Also diese Game Boy Advance die mochten das absolut nicht. Da habe ich einen hier liegen. Der funktioniert gar nicht mehr. Ich bin gerade überlegen, ob ich nicht mal Gegenschuss euch präsentiere. 7. Ne, Verzerrer bringt, glaube ich, einen mehr. Bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Die Eisenabwehr. Ja, und genau, ich habe hier, ich habe 2 Game Boy Advance hier liegen. Die haben das überhaupt nicht verkraftet. Die haben das gar nicht verkraftet. Da habe ich einmal sogar, in dem Eltern habe ich sogar den Akku rausgetan. Und einen neuen reingetan. Der war auch irgendwann platt. Ja. Also die mochten das, glaube ich, absolut nicht. Beim 3DS habe ich dann, merke ich, da gar keinen Unterschied mehr. Ja, also den ist das, glaube ich, also die Akkus ist das, mittlerweile, egal, ist es den nicht. Aber jetzt im Vergleich zu den früheren Modellen, ist es was anderes. So, Platscher. Ich sehe nicht richtig, ey. Genau, 2 Herzen abziehen, genau. Weil es ist kein Stärke-Pokémon. Du bist in Topform, schön für dich. Ich mach den Verzehrer. Um hier ein paar was einzusacken. Ein paar Bonis. Boni. Boni ist mein Lieblingswort geworden bei den Wettbewerben. Habe ich das Gefühl. Aber es läuft. Wo habe ich jetzt den Schrift hingelegt? Da habe ich den Schrift hingelegt. So, einmal Horta bitte. Okay. Nein, den Hyperrang sollten wir noch locker. Oh, wo Skolrak führt gerade? Skolrak führt gerade. Aber nur knapp. Die nächsten 2 Runden holen wir nochmal richtig auf. Es kommt bestimmt sowas. Bodycheck. Bäm. Das macht sich Sorgen. Ob es mithalten kann. Warum gibt das 6 Herzen? Warum gibt das 6 Herzen? Diese Schraube gefällt mir nicht. Das ist zu viel Konkurrenz für mich. Ein Tackle von Carpador. Ich wundere, dass du überhaupt Tackle kannst. Oder Sprungfeder. Das ist auch irgendwie, was ich nicht verstehe. Warum kann das, die Attacke Sprungfeder? Sorry. Kreuzschere. Von Ninjax. Ninjax. Okay. Ich bin letzter. Machen wir den Verzehrer. Weil der bringt jetzt mehr, ja. Ne, es bringt, glaube ich, genauso viel. Aber egal. Verzehrer ist cooler. Mega-Attacken-Kombo. Eisenabwehr. Weh, du kriegst einen Boni. Und dann enteilt er mir ein bisschen. Natürlich. Natürlich. Ich könnte ausrasten. Und zwar so wirklich ausrasten. Das glaubt ihr gar nicht. Oh, ist aber schön Berg. Okay. Und der springt mal so eben in einen Berg, ja. Das glaube ich jetzt ernsthaft nicht. Aber die müsste ich doch einholen, ja. Das heißt, der enteilt mir doch nicht. Sprungfeder. Gott, du springst doch so hoch, ey, ganz ehrlich. Okay, du kommst ja auch kein Stück mehr um die Konkurrenz. Aber die Putzigkeit, ja gut. Was bringt das dann ein? Nur, dass man dann geschützt ist, oder was? Hat das jeweils mit Stärke zu tun, dieses Schützen? Das mache ich nämlich auch was. Das mache ich auch was jede Runde. Das ist mir auch schon aufgefallen. So, Pildipa, komm. Wir wollen hier was rocken.
4 Herzen, 3 und noch den extra, da sind es ja ein Herz mehr. Hier, dein Pony kannst du dir in den Arsch treten. Oder in den Arsch schieben, heißt es ja eigentlich, ja. Runde 5. Ich hab's bald geschafft. In Fessler, los. Bam. Zu viel Elan. Ist das der zweite oder der, der dritte ist gern okay. Der dritte ist das schon. Das gibt's doch nicht. Felsgrab. Haben wir auch schon öfters gesehen heute. Ich weiß trotzdem, wie das die Attacke bringt. Hast du alle Blick auf sich zu lenken. Aber es ging daneben. Das freut mich. Weil wir sind in der letzten Runde. Damit haben wir den Wettbewerb gewonnen, ja. Also Stärke finde ich jetzt gar nicht so schwierig, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Da entscheidet nämlich vielmehr die erste Runde. Weil wirklich den Gegner stören, tut man ja im Stärke nicht. Man zeigt eigentlich nur seine eigene Stärke. Kann man das so ausdrücken? Ich glaube, ja. Ja, wieder gewonnen. Was heißt knapper? Der hat 2 Boni bekommen und ist trotzdem so weit weg. Ja, also von nichts hier knapper. Eigentlich noch sehr souverän gewonnen. Muss ich so ein bisschen aufpassen hier mit dem Ladekabel. So, Meisterrang! Yes, Baby! So, jetzt holen wir noch ganz kurz die Items, die wir hier bekommen. Dann werden wir noch in den Meisterrang gehen. Da werde ich ganz kurz die Pokémon vorstellen. Und dann muss ich auf Toilette. Dringend! Und ich breche das jetzt ja nicht ab, weil... Die können ja den Auftritt zeigen. Und ihr seid dann mal ganz kurz alleine. Aber das ist ja jetzt nicht ganz so tragisch. Wahrscheinlich bin ich eh schon fast ganz alleine. Hier. Sternenstück. Okay. Das ist einfach wieder Sachen, wo man verkaufen. Ach, die schon wieder. Genau die bei ihren Trainingsmethoden. Die geht ja wirklich den ganzen Tag. So, dann machen wir jetzt kurz den Meister. Die Teilnehmer stelle ich nach vorne, dann bin ich ganz kurz weg. Teilnehmen. Pelipa. Zack. Was erwartet ihr? Also ich nehme jetzt schon 2 Stunden, 7 Minuten auf Stärke. Stärke, los geht's im Meisterrang. Oh yeah. Und dann werde ich noch schnell die erste Attacke eintragen mit Horta. Und mal schauen, was unsere Kandidaten drauf haben, ja. Der allerletzte oder der vorletzte Wettbewerb. Für mich? Fragezeichen. Stärkerrang. Also, was haben wir denn da? Der erste Teilnehmer hat ein Scaraborn! Kampf-Pokémon! Willst wissen? Zweiter Teilnehmer. Ein Muskelprotz mit einem Twido. Ah, war nicht so gut der Applaus. Teilnehmer Nummer 2. Mit einem Zwirklob. Oh nein, nicht schon wieder. Nein, 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 nein. Oh nein. Und Teilnehmer Nummer 4, das sind wir mit unserem Pelipa. Yeah! So, wir fangen wieder mit Horta an. Ihr kennt das Prinzip. Und ich lasse mich dann einfach mal überraschen, wie das denn so aussieht hier.
So. Ach, die sind noch gar nicht durch mit ihrer Runde. Okay. Wer hat mir so viel abge... Ach Gott. Da hat mir keiner wirklich was abgezogen. Gegenschlag war ja klar zum Schluss. Die Attacke haben wir nämlich auch drauf. Ach, wir wollten noch die Attacken kurz durchgehen. Genau, das muss ich jetzt in der zweiten Runde mit euch durchgehen, ja. Also, Scarabon kann Furienschlag, Gegenschlag. Oh Gott, das wird ein Gigastoß. Das kommt wahrscheinlich ganz zum Schluss. Naja. Und Ausdauer, damit der ganz zum Schluss rankommt. Interessant, Scarabon wird gefährlich. Toxin, das kennen wir schon, das wir Club. Twi, du Giftzahn, Siedewasser. Okay, schlecht. Raserei, okay. Gewissheit und Giftzahn. Okay. Interessant. Ausdauer, er möchte ganz nach hinten. Also er macht diese Ausdauer-Gegenschlag-Strategie und den Ausdauer wird er zum Schluss auch nochmal benutzen für den Gigaschuss. Also das könnte problematisch werden. Also mit Scaraborn jetzt. Der darf jetzt nicht die Bonis bekommen. Toxin. Das kennen wir schon, das ist für Club. Da hätte ich mir jetzt lieber so eine Bürde angesehen. Ja. Da wird dann der passende Attacke gehört. Und was machst du? Die Raserei. Ich glaube, du kriegst den Boni dann dafür, oder? Sehr schön. Ja, er kriegt den Boni. Aber er war vorhin auch nicht so gut mit mir, ne? Also von daher geht's dann noch. Das kratzt nur so vor Stärke. Und im nächsten Part werden dann wahrscheinlich noch ein Part mit Wettbewerb kommen. Ich sehe schon, ich merke schon, es kommt bei euch schon zum Kotzen raus, ne? Nein, ich sag das immer so gerne. Verzehre, aber wahrscheinlich ist es aber wirklich so. Es kommt ein wenig zur Ruhe. Aber die Attacken-Kombo kam sehr gut an. Ja, und das gibt natürlich noch den Stärkefleißpunkt. Eine Schönheitskategorie. Nächste Runde, wer beginnt? Ich beginne. Schützt ihn vor Lampenfieber. Super. Ein Hort da bitte. Du bist in Topform. So will ich das sehen. Tohaido, was setzt jetzt Tohaido ein? Scarabon mit Gegenschlag einsetzen. Siedewasser, nice! Mach das Scarabon den Plan zunichte. Komm! Ja! Oh, da hat man mich jubeln gehört, oder? Scarabon ist nervös geworden, sehr schön. Wenn nächstes wird es klopft und die richtige Attacke. Ach! Tsch. Ist leider nicht die richtige Attacke, glaube ich. Ein Herz ist verkraftbar. Scarabon kann keinen Gegenschlag machen. Hier. Ja, es ist immer noch als letzter drin, okay. Er wird dann wieder versuchen. Er kommt, der Fluch der Karibik. Ja. Der Fluch der Karibik. Habe ich nie geguckt. Das wird ein Video, das ist für mich geguckt. Ja, ich hab den wirklich nie geguckt. Aber das Thema hatten wir, glaube ich, schon, oder? Gewissheit? Ist das eine Stärke? Ich habe die Gewissheit. Lief nicht schlecht. Wir kriegen ein Boni. Das sollte der Sieg sein. Würde mich wundern, wenn nicht. Das würde mich echt wundern, Stärker. Yes! Nochmal 5 extra Points! Damit gehen wir an allen vorbei! Da huschen wir an jedem vorbei, der uns in die Quere kommt. Haben wir das eigentlich schon mal gesehen? Bei Pelipper? Ich weiß es jetzt echt nicht. Oh, so viele Herzen. So viel Liebe, ja, Gegenschlag, war klar. Das war klar. Ausdauer Gegenschlag ist eine Kombo, ne?
Wird auch gerne, glaube ich, von Xerox benutzt. Nicht nur von Scaraborn. Lasst mich lügen. So, wir machen den Entfessler jetzt. Wir wollen aber alles hier entzaubern. Alles entfesseln! Auspelipa. Sein vielleicht letzten Auftritt. Oder bei euch. Kommt drauf an, wenn denn jemand möchte. Gigastoß, war klar. Damit holt er nämlich 8 Herzen auf. Und so ist es auch. Der Elan zieht leider auch nicht weniger Herzen ab. Was so ein bisschen schade ist. Der macht noch mal Siedewasser, okay. Was erhoffst du dir davon? Den nochmal nervös. Es funktioniert auch noch, okay. Na gut, dann habe ich gewonnen, ja. Wir haben gewonnen. Wir haben auch den letzten Wettbewerb im Stärker gewonnen. Was soll ich dazu sagen? Ich find's geil. Ja. Ich find's richtig geil. Damit haben wir alles gewonnen. Das soll sogar eindeutig sein. Ja. Alter. Guckt euch mal an, wie eindeutig. Alter. Das ist unfassbar, ey. Herzlichen Glückwunsch, das wäre eine Glanzleistung. Danke. Oh, fast hätte ich vergessen. Im nächsten Mal wartet jemand auf dich. Du hast es geschafft. Du hast es geschafft. Du hast es wirklich geschafft. Alle Wettbewerbe auf dem Meisterrang gewonnen. Großartig, einfach nur großartig. Ich gratuliere dir von großem Herzen. Ganz, ganz große Klasse. Ich habe schon viele Trainer für die Wettbewerbe ausgesucht. Alle waren auf ihre Weise tolle Trainer. Keine Frage. Aber du bist etwas ganz Besonderes. Und das nicht nur, weil du der 100. Trainer bist, den ich für die Wettbewerbe auserkoren habe. Ich weiß auch nicht genau, was es ist. Aber du hast irgendwas, das dich einzigartig macht. Ich wüsste echt zu gern, was es ist. Dieses Kapitel in deiner Karriere nenne ich jedenfalls. Ja. Star gegen Sternchen, der Kampf der Giganten. Das nächste Mal, wenn du an einem Wettbewerb auf dem Meisterrang teilnimmst, sind Zeblo und ich auch mit von der Partie. Und wir werden nicht verlieren, das steht fest. Ich gehe zusammen mit Zeblo jetzt schon so lange auf Wettbewerbsbühnen. Wir werden uns also nicht nehmen lassen, ordentlich gegen dich aufzutrumpfen. Wenn wir beide zusammen bei einem Pokémon-Wettbewerb auftreten, werden die Fans das sicher lieben. Aber vor allem glaube ich, dass das ein Riesenspaß wird. Juhu! Lass uns alles geben, was wir haben, okay? Ohne Rücksicht auf Verluste. Ja, ist natürlich schwierig, aber wenn... Vor allen Dingen ist egal welches, ja? Also das Atari kann man überall benutzen. Das ist halt das Fiese daran. So, wir sacken jetzt nochmal die ganzen... Geschenke hier ein und dann beende ich für heute. 2 Stunden 20. Ich denke mal, das reicht dicke. Und Aufnahmepotenzial für heute. Weil die Parts müssen natürlich auch noch gerendert werden. So ist es ja jetzt nicht. Das läuft ja nicht alles hier ab. Das ist ja immer noch dieser ganze Bereich, den ihr eigentlich nie mitbekommt. Das Schneiden, das Rendern, das Hochladen. Braucht jemand das Item? Ich habe 2 davon. Interessant. Ich wollte eigentlich nur 1 davon haben, also. Ich nehme gerne die Sachen an. Dann kann ich jetzt anfangen, auch hier wieder zu züchten. Beim nächsten Mal geht's dann wirklich nochmal in den Meisterrang rein. Ich glaube, ich nehme Pilipa mit, weil das war irgendwie am souveränsten zum Schluss. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch haben die Parts gefallen und schaltet wieder ein, wenn es wieder ist. Let's Play Pokémon Alpha Saphir.